bei einer DVD, da braucht man ja natürlich auch so Outtakes, ne? Also, wo mal was schief geht und wir uns versabbeln und da muss man die Szene normal machen. So. Ja, bei der letzten DVD haben auch irgendwie etliche Fans geschrieben, boah, viel zu wenig Outtakes. Ja, genau. Und da haben wir uns nämlich an manchen Tagen haben wir uns vorgenommen, also heute, komm hier, da machen wir schön mal ein paar Outtakes. Hat auch dann super geklappt. Ne? Also besonders hier die Monika, die hat ein paar schöne Sachen. Da haben wir sehr gelacht. Monika? Oh, scheiße, nochmal. Können wir das nochmal machen dann? Wie heißt du nochmal? Was? Kinder! So, Kinder! Und meine praktischen Erfahrungen hier mit den praktischen Abläufen in dem Laden ist ja praktisch auch eine Erfahrung, eine scheiße Waffe. Eine Waffel. Ich will Frieden mit immer weniger Waffeln. Sie machen mich auch ganz... Stromberg! Danke. So, Mahlzeit. Kann ich mal kurz? Und ich denke mir, was soll mir passieren? Mein Schwager hält mich ja fest. Ne, mal, Freitag schön mal einen aus... Nein? So, Mahlzeit. Kann ich mal kurz? Mahlzeit. Ich erzähle gerade von meinem letzten Urlaub. Mhm. Auf jeden Fall. Immer Freitag schön mal einen auskegeln, ne? Wollte ich gar noch sagen vorher. Achso, Entschuldigung. Herr Kollege Becker. Ich habe auch irgendwas vergessen. Ah. Mahlzeit. Kann ich mal kurz? Mahlzeit. Jetzt sagst du noch irgendwas? Jetzt sag ich noch irgendwas. Was sagt er denn? Oh, da hat sie mir... Ah, scheiße, jetzt hab ich den Scheiß. Das ist ja... Jetzt echt nicht, oder? Mit den Jungs. Entschuldige. Erst Einzeller, dann Qualle, dann Fisch, dann Säugetier. Ja, und die Säugetiere haben sich ja auch nicht gedacht, boah... Super, jetzt sind wir endlich aus diesem scheiß Wasser raus. Es ist aber auch mal gut. Nee, es ging ja weiter. Zu Recht. Aber unfair. Einführungskurse für jedermann ist richtig. Wobei Sie am Ende des Kurses einen kleinen Test bestehen müssen. Ja, Kinder, so sieht das aus. Wenn wir den nicht packt, der wird nicht versetzt, ne? Ja, Sie werden den Kurs und den Test auch machen müssen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ja, aber das ist kein Problem. Und deswegen, Scheiße, was sag ich da? Ja, ich habe das System entwickelt. Bitte? Abschreiben. Aber glauben Sie bloß nicht? Jeder hat eine Chance. Abschreiben. Abschreiben. Was sag ich als nächstes? Glauben Sie, ja. Alex, bitte, was sag ich? Aber glauben Sie bloß nicht, ich lasse Sie abschreiben. Ja, vollkommen richtig. Ich habe gehangen, das kann vorkommen. Hm? Danke. Ja, ich will gerade Hochzeit. Das habe ich mir auch schon überlegt, ob ich die genannten Vanessa, ob ich das nochmal mache. Das tut mir sehr leid, Herr Stromberg, aber das ist für mich einfach überhaupt kein Grund. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ja. Aber ich dachte trotzdem, dass wir vielleicht nochmal von vorne anfangen können. Sehr gerne. Ich vermische einfach Berufliches und Privates. Ja, das ist doch klar, das mache ich dann normalerweise nur in dem Falle. Könnte das doch eine Hochexplosion. Wir könnten doch nochmal von vorne anfangen. Sie und ich. Ne? Oh, darf ich? Wir beide. Wie darf ich das verstehen? Ja, vielleicht was Nudeliges. Damit hört Jena. Was? Nicht? Können wir nochmal über alles reden? Über den Test, über Sie, über mich? Dann nochmal anfangen. Ja, scheiße. Das war was. Kann alles passieren. Aber dieser Vogel ist tierisch laut. Hört ihr den nicht? Ich hab ihn nicht drauf, ne. Okay, Entschuldigung, weil der ist super präsent bei mir hier. Ist die Lerche, glaube ich, nicht die Nachtigall. Ja, Erika, wenn Sie leben, um zu arbeiten, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ja? Stopp! Ich bin heute gestern noch ein bisschen tinsig. Ich darf sagen, wir fangen einfach mal von vorne an. Ne? Morgen. Also, grüß dich. Ernie, guter Mann. Ja, ja, ich habe das mit Herrn Becker so abgesprochen, dass wir das jetzt hier erstmal alleine machen. Was sag ich da? Das Kamuffel, ja, glaube ich. Ja, ja, genau. Nehmen Sie die Hühnerbrust? Eigentlich nicht. Wäre ja auch, wird ja auch nicht passen zu Ihnen. Ich nehme ja auch nicht die Ochsenschwanzsuppe. Wobei, wenn es danach geht, dürfte ich den Spargel ja auch nicht nehmen. Weil das Beste am Spargel ist der Kopf.
Hier, oder? Der Ulf. In einem Kombi oder in einem Van. Van. Was denn? Meine Mutter hat mir mal, also zu meinem 8. Geburtstag, da sollte es eine große Party geben mit Negerküssen und allem Möglichen, ja? Ja, und dann ist keiner gekommen. Also gar keiner. Und meine Mutter muss, also die ist dann auch irgendwo gegangen. Mit der Artikulation Schwierigkeiten gehabt. Ah, ja. Ja, nee, altes Kamuffel. Du willst mich da jetzt hier nicht rausschmeißen, oder? Wie gesagt, das ist mit Herrn Becker so abgesprochen. Wie geht der jetzt mit Herrn Becker? Also, ja, nee, jetzt funkt dich immer nicht so in die Wanne, ja? Herr Becker meint, dass durch Ihre Abmahnung, also, dass sich das dann auch hier erstmal erledigt hat. Für Sie. Gut, dann machst du deinen Scheiß erstmal so. Scheiße. Danke. Jetzt hier. Hier du, ja, Gandhi. Hier mit dem. Komm, du mach ein bisschen bei unsere Zeit wächst nicht auf den Rumdrehen immer zur Gruppe. Ne? Und jetzt mal so locker. Was machen Sie so? Außer Frauenzeitschriften lesen. Ja? Das ist doch nicht meiner. Hä? Das ist doch nicht meine. Das ist meine. Das ist meine. Komm, mach mal Skinne. Ja, ich bin Prashant. Praktikant. Prashant. So. Prashant. Ach, mein Name ist Prashant. Ja, ja. Guck mal, die Jungs, die haben sogar alle unterschrieben. Das ist ja toll. Also hätte ich aber auch gerne. Was? Das ist ja, also da haben sie aber, ganz was Feines. Also ganz was Feines. Genau, Herr Doktor, so geht's. Ja, die Vanessa sagt auch immer, ich habe begnadete Hände. Aber echt? Hier, sowas könntest du ruhig auch mal lernen. Hier, schau mal, das ist cool. Oh, ja, super, das ist natürlich ganz toll. Hier, Erika, mein Posteingang und so weiter, das ist ja alles Kraut und Rüben. Meine Kreuzbuchen, die sind ja alle separat. Ja, sicher. Die Hauspost ist so umgestellt worden. Seit Montag. Ja. Mhm. Die soll jetzt effizienter sein. Mhm. Deutlich. Der Herr Becker hat doch... Haben Sie das denn nicht gewusst? Doch, das. Was war denn jetzt los? Das ist natürlich ganz toll. Die Erika, mein Posteingang und so weiter. Das ist ja alles Kreuz und Kraut. Oh, Scheiße, ey. Auch als Chef darf man sich natürlich für die feinen und für die ganz einfachen Sachen, darf man sich natürlich, am besten fängt man dann nochmal von vorne an, wenn man sich verspricht, das ist klar. Und ich habe mir gedacht, Leute, die sich das Bonusmaterial auf DVDs angucken, denen kann man bestimmt noch ganz andere Sachen andrehen. Und deshalb hat der Papa mal schön eine eigene Modelinie auf den Weg gebracht. Ja? Nee, es gibt nur T-Shirts, ganz normale T-Shirts, Christoph, also mit Sprüchen drauf und so weiter, also keine Modelinie. So, und der Neue soll sich jetzt hier mal verfatzen. Lars, kommst du mal bitte? Ja, und da ist auch schon unser charmantes Model Diana mit einem ganz wunderbaren T-Shirt aus der Bernd Stromberg Kollektion. Zu viel Kompetenz macht uns nochmal zurück. Ja. Das macht unsympathisch. Das passt, wackelt und hat Luft. Ja, und für den Herrn ist natürlich auch was dabei. Hier ist schon Olli. Für den Herrn immer locker durch die Hose atmen. Danke. Soll ich vielleicht auch was vorführen? Nee, komm, mach du mal was mit Tassen oder... Oh Mann, das mit den Tassen, das wollte ich aber machen eigentlich. Ja, und weitere Artikel... Danke. Weitere Artikel können unter www.comedyworld.de bestellt werden. Abflug.